To Go und BH präsentieren? Inside AfD. Der Bericht einer Aussteigerin. Von Franziska Schreiber. Es liest die Autorin. Einleitung. Mein endgültiges Erwachen kam im Moment der größten Enttäuschung. Binnen weniger Stunden hatten die Delegierten der Frau, an deren Seite ich in den vergangenen Jahren gekämpft hatte, einen Schlag nach dem anderen verpasst. Die politische Karriere von Frau Petri in der Alternative für Deutschland endete auf dem Parteitag in Köln, weil die Mehrheit der Mitglieder an diesem 22. April 2017 ihr nicht mehr folgte. Petri wollte, das Spielfeld und die Regierungsbank nicht dauerhaft den etablierten Parteien und ihren brüllenden Unterstützern da draußen überlassen. Doch die Delegierten entschieden sich für Fundamentalopposition. Ja, sie weigerten sich, über Petris Zukunftsantrag überhaupt abzustimmen. Die Mehrheit legte keinen Wert auf eine demokratische Partei, die realistische Ziele verfolgte und diese gemeinsam mit anderen Parteien umsetzen wollte. Ein Flügel, der der Rechtsaußen, hatte die Partei in der Hand. Das nicht sehen zu wollen, wäre Selbstbetrug gewesen. Keiner erkannte das so klar wie Frauke Kepetri, die vorne am Vorstandstisch saß, in ihrem roten Kleid, das sich über dem Babybauch spannte. Ihr Kopf und ihre Schultern sanken immer tiefer. In den Monaten vor dem Parteitag hatte das Parteigezänk die Vorsitzende so sehr zermürbt, dass sie sich zu einer Entscheidungsschlacht entschloss. Entweder die Partei folgte ihr, oder sie werde hinschmeißen. Die Partei folgte ihr nicht. Nachdem die Delegierten sich geweigert hatten, sowohl über den Zukunftsantrag als auch über die Israel-Anträge, Israel als strategischen Partner stärken und deutsch-israelische Freundschaft stärken und ein paar weitere von ihr unterstützte Anliegen überhaupt zu sprechen, war sie so gut wie gestürzt. Statt über die Zukunft der Partei und des Landes zu diskutieren, verbissen sich die verbliebenen Parteisoldaten in belanglose Debatten, etwa der, ob in der Parteikommunikation der Begriff Verfassung noch benutzt werden dürfe, weil wir doch nur ein Grundgesetz hätten. Es war zum Heulen. Und nun gab Jörg Meuten dem Parteivolk, wonach es lechzte: Dieses Land ist unser Land und es war das Land unserer Eltern und Großeltern und es ist unsere Bürgerpflicht, es auch noch das Land unserer Kinder und Enkel sein zu lassen. Nur vereinzelt sehe er noch Deutsche in seiner Stadt, behauptete Meuten. Ein ungeheures Maß an wie auch immer in unser Land gekommenen Migranten, verwandle das Land. Und dann trat er, den Frau Gepetri zwei Jahre zuvor zum zweiten Bundessprecher gemacht hatte, kräftig nach. Debatten über eine vermeintliche realpolitische und eine vermeintliche fundamental-oppositionelle Ausrichtung helfen uns da kein Jota weiter. Die Delegierten johlten, pfiffen und klatschten. In diesem Moment begriff auch ich, das ist nicht mehr meine Partei. Ich werde sie verlassen. Frauke Petri, das Gesicht erstarrt, stand umständlich auf und verschwand hinter dem Vorhang. Wenig später zupfte mich Sarah Händel, Frauke Getreue, aus dem Vogtland, am Ärmel und flüsterte mir ins Ohr: Komm mal mit, da will uns jemand sehen. Gemeinsam mit Julian Wiesemann gingen wir nach unten ins Restaurant, passierten die Bodyguards und betraten einen vor Blicken geschützten Bereich in einer Ecke des Raumes. Ich erwartete ein zerbrochenes Sternchen, so durften ihre Nächsten Frauke petri nennen, aufgelöst in Tränen und bedrückt wie ich selbst es war. Aber sie scherzte mit ihrem Mann Markus Prezell und wirkte sehr zufrieden. Ich umarmte sie und setzte mich an den Tisch. Wir sollten nicht traurig sein, sagte sie. Das Leben gehe weiter. Dass ich diesen Antrag gestellt habe, war ein letztes Geschenk an die Liberalen in der AfD. Sie habe gewusst, dass er scheitern werde, aber sie habe uns allen die derzeitigen Mehrheitsverhältnisse zeigen wollen, und dann sagte sie etwas Überraschendes. Aber es geht weiter, auch wenn sich die AfD von ihrem Weg entfernt hat. Uns war sofort klar, dass sie die Gründung einer neuen Partei andeutete. Ich war beruhigt. Ich würde weiter für meine politischen Ziele kämpfen können, dachte ich. Doch alles sollte ganz anders kommen. Mehr als vier Jahre war ich Mitglied der AfD. Meinen Aufnahmeantrag hatte ich im Juni 2013 gestellt vier Monate nach Gründung der Partei. Ein Jahr später war ich Vorsitzende und Sprecherin der Jungen Alternative in Sachsen, schließlich Mitglied des Bundesvorstands. In Sachsen gehörte ich bald zum Team um Frauke Petri mit Generalsekretär Uwe Wurlitzer, Carsten Paul Hütter, Uwe Schuffenhauer, Thomas Hartung, Julian Wiesemann, Ronny Steinicke, Sebastian Freund, Sarah Händel und Sven Simon. Und so erlebte ich ihre größten und ihre schwächsten Stunden als Politikerin. Als sie auf dem Parteitag in Essen zur Parteivorsitzenden gewählt wurde, war ich bei ihr. Und ich war auch bei ihr, als sie in Köln gedemütigt wurde, wo der nationalistische, rechtsradikale Flügel die AfD endgültig an sich riss. Wenige Monate später, zehn Tage vor der Bundestagswahl 2017, verließ ich die Partei, indem ich auf Facebook einen Wahlaufruf für die FDP postete und diesen Schritt in mehreren Interviews begründete. Frauke Petri und Markus Prezzell, der Vorsitzende der AfD in Nordrhein-Westfalen, traten nach den Bundestagswahlen im September 2017 aus. Einige Wegbegleiter wie Uwe Wurlitzer, Vorstandsmitglied Ralf Nalopp und die sächsischen Fraktionsmitglieder Kirsten Muster, Andrea Kersten und Gunther Wild folgten. Der stellvertretende Landesvorsitzende von Sachsen, Sven Simon, und der Landesvorsitzende der Jungen Alternative Sachsen, Julian Wiesemann, legten ihre Ämter nieder. Auch in anderen Bundesländern kam es zu Austritten von Funktions- und Mandatsträgern, die wie ich den Rechtskurs der AfD nicht mehr mittragen wollten. Ich war lange und nah genug dabei, um beurteilen zu können, wohin die Partei sich bewegt hat und bewegen wird. Ich werde in diesem Buch begründen, weshalb ich die Empfehlung von Justus Bender, AfD-Berichterstatter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, nicht teile der in seinem Buch für Gelassenheit plädiert. Am Beispiel der Grünen lässt sich im historischen Vergleich verstehen, inwieweit sich Parteien über die Jahre zu staatstragenden und pragmatischen Kräften entwickeln können. Das aber übersieht, dass sich die Bundesrepublik in den Jahrzehnten seit Gründung der Grünen, die sich als Alternative zu den herkömmlichen Parteien sahen, sehr verändert hat und ein durchaus grüner Staat geworden ist. Die Ziele der Grünen waren in den 70er und 80er Jahren fortschrittlich, der Zukunft zugewandt. Inzwischen sind Umweltschutz, Atomausstieg, Frauenrechte und Entkriminalisierung der Meinungsfreiheit selbstverständlich geworden. Sie sind Mainstream. Daraus ist zu lernen, dass ein Staat sich verändert, wenn alternative Kräfte an ihm zerren. Die Bundesrepublik ist vergrünt. Sollte das mit den Themen einer AfD geschehen, dann könnte das Land verblauen. Oder verbraunen. Denn die AfD ist rückschrittlich, der Vergangenheit zugewandt. Es scheinen nicht die Realos zu obsiegen, sondern die Fundamentalisten, die Nationalkonservativen, radikalen Rechtsaußen. Ich war Zeugen und Opfer dieser Entwicklung und werde sie im Folgenden nachzeichnen. Vorab sei gesagt, ich schäme mich nicht dafür, im Sommer 2013 einen Antrag auf Mitgliedschaft in der AfD eingereicht zu haben. Damals war nicht abzusehen, welche Richtung die Partei einschlagen würde. Aber dass es die falsche war, hätte ich früher erkennen müssen. Ich habe zu lange gebraucht, die Partei zu verlassen. Ich war zu betriebsblind, wollte es nicht wahrhaben, dass der Wind die Partei gen Steuerbord blies. Das hatte auch damit zu tun, dass die AfD sich im Osten anders entwickelte als im Westen. Die Wähler im Osten kippten angesichts der Debatte über den Islam und die Flüchtlinge schneller. Und radikaler ins Nationale. Der Wunsch nach Abschottung war dort bei deutlich mehr Menschen zu spüren als im Westen, wo die Leute seit mehr als 50 Jahren mit den sogenannten Gastarbeitern in Kontakt gekommen waren, sogar mit Muslimischen aus der Türkei. Und so musste Petri, das Gesicht des Ostens, mit schnell aufkommenden radikaleren Erwartungen fertig werden, während Bernd Lucke den liberaleren Mitgliedern im Westen gefallen und sich daher thematisch beschränken musste. Lucke verschlief den Moment, in dem sich die Stimmung in der Basis deutschlandweit verschob. Die Partei lief ihm davon. Der permanente Rechtsdrift der AfD hatte schon wenige Monate nach der Gründung im Jahr 2013 begonnen, als in Leipzig die patriotische Plattform entstand. Hans-Thomas Tillschneider und in seinen war die Heterogenität der Anhängerschaft ebenso zuwider wie das Festhalten von Parteichef Bernd Lucke am Thema Euro. Der Islamwissenschaftler Till Schneider erkannte schon vor dem Zuwachs bei den Flüchtlingszahlen das Wählerpotenzial im Widerstand gegen eine neue Bedrohung, den Islam. Von Deutschland zuerst und Ausländer raus war damals zwar noch nichts zu hören, aber die Palette der Themen rutschte von nun an von liberal zu national. Das veränderte sehr rasch die ganze Partei. Weil ich das nicht bemerkte, rutschte auch meine Einstellung in den ersten zwei Jahren stetig nach rechts. Mit dem Wort von der Heterogenität der Anhängerschaft, die Klarheit in den Äußerungen der Partei verhindere, hatte Tilschneider schon früh angedeutet, dass er, ginge es nach ihm, die Partei von den Halben säubern würde, von denen, die nicht bereit waren, den Karren in die Richtung zu ziehen, in die seinesgleichen ihn lenken wollten. Dabei war und ist in der Partei bis heute die Rede davon, die ganze Bandbreite der Stimmen müsse zu Wort kommen. Aber längst verstehen die Wortführer der Rechten darunter eine möglichst weite Ausdehnung des Meinungsspektrums nach rechts, während sie den Liberaleren den Mund verbieten. Wo die Radikalen schon früh in der Mehrheit waren, in Thüringen und Sachsen-Anhalt, wurden ganze Kreisverbände unter Aufsicht des Landesvorstands gestellt, Vorstände entmachtet und Mitglieder diffamiert die gegen die nationalistischen Redelsführer aus den Reihen des sogenannten Flügels opponierten.